Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal, beziehungsweise zu einer weiteren Filmkritik. Und heute haben wir mal wieder etwas ganz Schönes, Altmodisches zurück, ja. Zumindest habe ich das gedacht, nämlich die Odyssee der Neptun, aka The Neptune Factor von 1973. Ja, und das ist schon ein ganz typischer, zumindest wird er so vermarktet, U-Boot-Science-Fiction-B-Film à la 20.000 Meilen unter Meer oder Operation Feuergürtel. Und gut, 20.000 Meilen unter Meer hatte ich hier bisher noch nicht vorgestellt, aber Operation Feuergürtel, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und 20.000 Meilen unter Meer, da habe ich auch das Buch von Jules Verne gelesen, das finde ich sehr, sehr gut, sehr unterhaltsam. Und auch der Film ist extremst gut, also der von Walt Disney damals. Und auch Operation Feuergürtel hatte seinen Charme. Und sowas habe ich erwartet, als ich mir Neptun-Faktor mir angeschaut habe. Eben sowas im Stil von Jules Verne, solche altmodischen Science-Fiction-Dinger, wo eine Gruppe geheime Welten findet, also ob es jetzt unter Wasser ist oder im Zentrum der Erde oder so. Man braucht anhand des Covers. Erwartet man sowas, das zeige ich ja gleich nochmal, das ist schön gezeichnet und zeigt so riesige Monster und ein U-Boot. Und deswegen war ich auch auf den Film gespannt, denn auch Ernest Borgnine spielt hier mit und den mag ich ja sehr gerne, wie ich schon einige Male, glaube ich, erwähnt habe. Letztens ja auch unter anderem in The Devil's Reign, also man hatte so einen Jules Verne-artigen Film, ein U-Boot, Unterwasser-Seemonster und dann auch Ernest Borgnine, da kann ja eigentlich gar nichts schief gehen, habe ich mir zumindest gedacht. Und lustigerweise gibt sich auch Walter Pidgeon hier die Ehre, der auch in Operation Feuergürtel und Forbidden Planet dabei gewesen war. Ja, doch am Ende war das Ganze dann sehr ernüchternd, denn das hilft natürlich nichts, wenn der Film schon zu seinem Erscheinungsjahr nicht wirklich gut ist. Und das meine ich sowohl dramaturgisch als auch effekttechnisch. Erstmal sind die ersten 70 Minuten eine simple Bergungsaktion. Eine Unterwasserstation wird durch ein Unterseebeben vermisst und muss gerettet werden. Und in den ersten 70 Minuten wird geredet, wie könnte man das denn machen? Dann kommen Schiffe und es funktioniert nicht. Und dann fährt das U-Boot dann da irgendwann runter und muss sie erstmal suchen. Es dauert ewig, bis mal irgendwas Interessantes passiert. Und bis dahin auch die Dialoge sind 0815. Die Charaktere sind langweilig, die Inszenierung ist öde, es gibt keine Schauwerte. Und als es dann irgendwann dann tatsächlich mal in diese mysteriöse Unterwasserwelt dann einfährt, ja, da habe ich gedacht, ja, jetzt passiert doch mal endlich was. Nein, dann ist das leider auch nicht der Fall. Es wird leider nicht besser, denn diese geheimnisvolle Unterwasserwelt entpuppt sich als absolut lächerlich. Ja, es ist einfach ein abgefilmtes Aquarium, in dem man ein Playmobil-U-Boot herumfahren hat lassen und das ist kein Witz. Es gibt keine Stop-Motion-Effekte, es gibt keine Rückprojektion, keine Attrappen, einfach nur vergrößerte Aufnahmen von gewöhnlichen Fischen. Das ist natürlich durchschaubar und war schon damals die faulste Art, um sowas machen zu können. Und das ist mit Abstand am unspektakulärsten und unerfreulichsten. Weil es gibt einfach nichts zu sehen und der Film hält sein Versprechen somit am Ende absolut nicht ein. Und das ist wirklich schade, aber die Odyssee der Neptun ist so ein absolut vergessenswerter Film und ehrlich gesagt habe ich schon jetzt vergessen, was ja so wirklich passiert, denn die Story könnte man auch innerhalb von einem Satz zusammenfassen. Also Unterwasserseestation verschwindet, U-Boot geht unter Wasser und dann findet man halt ein paar große Fische. Mehr passiert nicht. Und auch Ernest Borgnine kann das am Ende nicht retten. Ja, es ist letztendlich kein Film, der extrem langweilig oder schlecht wäre, nur einer, der absolut uninteressant und vergessenswert ist. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, was ein Film sein kann. Ja, hier dann noch die Edition. Es ist eine ganz, ganz simple DVD. Habe ich bei der Filmbörse in Neuss gekauft für ein paar Euro. Irgendwie 6, 7 Euro war jetzt nicht wirklich viel. Und ja, mehr ist der Film auch tatsächlich nicht wert. Aber das Cover sieht halt cool aus. Es ist natürlich vollkommen übertrieben und ist nicht annähernd das, was der Film hält. Also ein Riesenfisch, ein cooles U-Boot mit Tentakel und alles. Natürlich kommt das nicht vor. Und natürlich hier oben noch Ernest Borgnine oder Borgnine, wenn man ihn so ausspricht. Das hat mich schon überzeugt, diesen Film zu kaufen. Ja, es ist eine ganz, ganz simple DVD. Ne? Also da kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Wir haben ja auch keine Extras. Genre Abenteuer. Na, Bildqualität ist ganz okay, aber es muss halt auch nichts. Es muss jetzt halt auch nicht wirklich für den Film nichts Besonderes sein. Wir haben ja noch ein Wendecover. Ja, im fantastischen. Fantastischer Abenteuerfilm im Stil von Jules Verne. Ja, der Jules Verne rotiert, weil das natürlich nicht mit Jules Verne zu tun hat. Im Stil, okay, aber auch da gibt es deutlich, deutlich bessere Filme, die den Stil von Jules Verne deutlich besser kopiert haben. Aber das habe ich ja in der Rüge schon gesagt. Deswegen, mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Ja, wenn man Komplettist ist für solche Filme, kann man dazugreifen. Ansonsten kann man das auch sehr gut sein lassen, auch wenn die DVD jetzt hier an sich völlig in Ordnung ist.